Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Trains in World 3, denn ich spiele das heute mal in etwas ungewöhnlicher Mission. Und zwar werden wir uns vom Hauptbahnhof Richtung Klappbrücke begeben und dafür müssen wir hier rumlaufen. Wir haben auch nicht mehr allzu viel Zeit. Ich habe es ein bisschen knapp bemessen, um ehrlich zu sein. Ich hoffe, ich bin jetzt überhaupt richtig hier. Aber ich glaube schon. Ich hoffe es, dass ich jetzt richtig laufe. Nein, ich muss andersrum. Andersrum, andersrum, andersrum. Genau. Ich muss, wenn die... Genau das, der vorne. Ja, ich bin richtig, weil der fährt jetzt nämlich Steuerwagen voraus. Der RE da rechts. Und ich muss in diese Richtung laufen. Genau, jetzt habe ich es. Jetzt ein bisschen Gas geben. Genau, da vorne ist das Häuschen des Fahrdienstleiters. Und in geradeaus weiter kommt die Klappbrücke. Siehst du, der fährt nämlich jetzt aus. Über den Bahnübergang, der da vorne kommt. Mitsamt dem, mitsamt der Baureihe 110 hinten dran. Die kräftig schiebt. So, und in gut 3 Minuten, 3,5, nicht mal mehr, soll die Klappbrücke sich erheben. Und das möchte ich gerne mit euch festhalten, beziehungsweise an mir anschauen, von einer ganz bestimmten Perspektive aus, beziehungsweise Sichtweite aus. Und deswegen müssen wir uns jetzt ein wenig beeilen. Ich soll nämlich um 40 soll das Ganze passieren. Das ist natürlich jetzt alles andere als erlaubt, was ich hier mache. Aber im Train Sim World ist natürlich alles erlaubt, was nicht eigentlich nicht erlaubt ist. Deswegen bitte, bitte, bitte nicht nachmachen. So. Schaffen das aber noch relativ pünktlich, dort anzukommen. Ich habe das vorhin schon mal... eine Aufnahme gestartet, nur da habe ich mich leider an so einem Punkt festgebackt. Also ich kam da nicht mehr raus und musste das dann leider neu starten. So, jetzt schauen wir mal, dass wir hier nicht überfahren werden, um Himmels Willen. So, ich denke, nach dem können wir. Ja, mal ein bisschen dreist hier. So, da sind wir schon und da habe ich mich nämlich hier irgendwie an der Stelle da, irgendwie bin ich da runtergefallen, ich weiß auch nicht wie, festgebackt. Deswegen bleiben wir da jetzt mal lieber von, stellen uns mal hier hin. So. Und warten, bis das Ganze soweit ist. Kann ja nicht mal allzu lange dauern. 38 hatten wir ja jetzt schon. Noch ist kein Schiff zu sehen, was hier durch will. Also ich bin echt gespannt, wie das aussieht. Wie die Brücke sich hebt. Welcher Teil sich überhaupt hebt. Das ist ja auch noch so eine Sache. Oder vielleicht heben sich auch beide Teile. So, 39, knappe Minute noch. Also Zug aus, eine Zugdurchfahrt ist natürlich jetzt auch ausgeschlossen. So, halbe Minute noch. Das steht, noch kommt keins. Bin echt gespannt,
ob das passiert, wann es passiert, wie es passiert. So, wir haben 40. Jetzt hört ihr es. Ihr hört einen Ton. Schaut mal, was jetzt passiert. Es passiert tatsächlich. Die Brücke hebt sich. Wie geil ist das denn? Das ist ja mega geil. Schaut euch das an. Es ist tatsächlich wahr. Mega geil. Da, das, die ganze Mechanik, das, das ist ja mega. Hammer. Mega geil. Hammer, mega geil. Jetzt bin ich mal gespannt, was für ein Schiff hier durchfährt. So. Das ist abgeschlossen. Die Brücke ist gehoben. Zumindest der Teil. Und da bin ich jetzt mal gespannt, welches, was für ein Schiff da durchfährt. Absolut genial, dass das so animiert ist. Also, so, hier komme ich auch nicht weiter. Und da hinten seht ihr es. Da, da kommt der große Pott an. Da. Der will da durch. Und deswegen wurde die Brücke gehoben. Also, einfach nur zu genial. Einfach nur genial. Und natürlich schauen wir uns gleich wieder an, wie die Brücke wieder gesenkt wird. Ist ja logisch. Also ist der komplette Bahnverkehr jetzt hier in diesem Bereich unterbrochen. Das bringt natürlich den Fahrplanmodus durcheinander. Ich denke mal, dass das nur zu bestimmten Zeiten auch immer der Fall ist, wann die Brücke gehoben wird. Wenn dann eben gerade zu diesem Zeitpunkt kein Zug es besonders eilig hat, auf die andere Seite zu kommen. Weil ich glaube, der Fahrplanmodus hier in diesem Bereich ist sehr, oder in dem Bereich zwischen Oldenburg und Bremen ist sehr eng getaktet. Und ihr seht ja selber, wir haben jetzt, um 40 wurde die gehoben, wir haben jetzt schon 42. Bis sowas dann vonstatten geht, sind ja auch schnell mal 5 Minuten vorbei und das bringt natürlich ordentlich Fahrplanverzögerung mit sich. Wenn wir uns hier mal so ein bisschen positionieren und sehen uns dann gleich an, wie das Ganze wieder gesenkt wird. So, da kommt der Frachter, ihr hört ihn. Weiter kann ich leider nicht gehen. Mega geil. Mega geil. Schaut euch das bitte an. Hier wird die Brücke schon wieder gesenkt. Der Frachter ist noch nicht mal ganz durch. So, jetzt schauen wir das natürlich wieder an hier. Hammer. Ihr seht da unten, wie diese Zahnräder, hätte ich fast gesagt, ihr wisst, was ich meine, die da ineinander greifen, wie sich das, diese Mechanik, wie das, also mega, hammer, geil. So, jetzt wird sie wieder nach unten verbunden, Oberleitung wird wieder verbunden, zack, zack, und dann war's das. Das also war das ganze Schauspiel. Es wird sie natürlich wieder... Und ich habe mir sagen lassen, dass dieses jedes Mal um 40 passieren soll. Also 10.40 Uhr, 11.40 Uhr, 12.40 Uhr. Wenn ich mich jetzt nicht täusche... Und da hinten fährt der Frachter auf dem Weg, wohin auch immer. Und jetzt können hier natürlich wieder sämtliche Züge und so weiter durchfahren. Und wir können jetzt mal ein bisschen schauen hier. Ob hier nicht gleich der nächste Zug aus Durchfahrt hat, weil das hat natürlich jetzt ein wenig gedauert. Wir können jetzt hier noch kurz warten, ob sich gleich die Schranken hier eventuell senken. Können wir uns das auch noch anschauen. Aber noch scheint sich da nichts zu tun.
können ja mal ein wenig auf die andere Seite gehen hier. Eventuell sehen wir gleich, wenn die Ampel hier auf Rot geht. Aber noch scheint sich hier nichts zu tun. Ich kenne jetzt auch den Fahrplan nicht, der einzelnen Züge. Von daher kann ich euch leider nicht sagen, wann ihr die nächste durchfährt. Der wartet auf jeden Fall schon mal. Sind wir der Grund? Ja, wir sind der Grund. Entschuldigung. Also wenn ich hier stehe, dann bleiben die stehen. Aha, so ist das also. Ja, ich bin der Bremser. Ihr müsst hier langsam drüber fahren. Genau. So ist brav. So, scheint sich aber erstmal nichts zu tun hier. Dieser alte Turm ist auch nicht. Wisst ihr vielleicht, zu was der gehört oder wozu der da ist, was da drin untergebracht ist? Ich weiß es leider nicht. Mach da mal einen Screenshot von. Wir können ja hier mal so ein bisschen das Umfeld des Oldenburger Hauptbahnhofs erkunden. Vielleicht habt ihr da noch die ein oder andere Eingebung. Die Idee, zu was ihnen was gehören könnte. So, hier ist leider Schluss. Weiter komme ich nicht. So, hier sind irgendwelche Baucontainer wahrscheinlich. Aber es scheint leider so zu sein, dass hier in nächster Zeit kein Zug mehr fahren wird. Zumindest deutet jetzt im Moment nichts darauf hin. Dann können wir ja mal wieder zurück zum Bahnhof laufen. Und eventuell schauen, obwohl das immer ein langer Weg ist. Vielleicht kriegen wir ja so raus, wann der nächste Zug geht. Fahren die Autos noch? Oder sind die Schranken jetzt geschlossen? Sieht so aus, als ob da nichts mehr im Moment fährt. Das könnte doch durchaus heißen, dass da jetzt gleich wieder was kommt. Es ist nämlich auf einmal so ruhig da. Gerade fuhren sie noch in aller Regelmäßigkeit darüber und jetzt ist auf einmal nichts mehr. Könnte sein, dass da gleich wieder was kommt. Schranken sind geschlossen, das sehe ich jetzt schon. Kaum kehrt man dem den Rücken, passiert das. Hätte ich gerne auf Video gehabt, aber naja. Man kann nicht alles haben. Warten wir es einfach mal ab, was jetzt passiert. Von welcher Seite da ein Zug kommt. Ihr hört das Klingeln. Wo auch immer hier die Glocken sein sollen. Normalerweise sind die doch zu sehen. Oder sind die integriert hier irgendwo? Nee, also... gespannt, was da jetzt kommt. Es kann ja auch sein, dass er von dieser Seite kommt. Nehmen wir den noch mit. Was auch immer da jetzt kommen wird. In aller Spotter-Manier warten wir einfach mal ab. Noch sehe ich nichts, aber das dauert ja immer seine Zeit. Das war ja vorhin auch so.
Bin echt gespannt, was da jetzt durchfährt. Es stand noch ein IC am Bahnhof. Es stand noch eine 612 am Bahnhof. Also von daher könnte das beides der Fall sein. Es könnte natürlich auch was von Bremen kommen, das jetzt in den Oldenburger Hauptbahnhof einfährt. Auf jeden Fall kann man sagen, die Schranken werden sehr früh gesenkt. Also die Autofahrer haben hier eine lange Wartezeit, bis sich überhaupt mal ein Zug blicken lässt, der hier durchfährt. Das kann man wohl festhalten. Also Wahnsinn. Irre. Also, dass das so lange dauert, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, bis da mal ein Zug durchfährt. Da macht sich auch nichts auf dem Weg. Ich sehe nichts. Ist das wirklich so, dass das so lange dauert? Tut sich ja gar nichts. Mann, 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 das ist wirklich, also da tun mir die Autofahrer leid, dass die so lange warten müssen. Wir haben schon 52 durch. Die gingen um 49 oder um 48 runter. Sag ich jetzt mal so. Und es ist noch nicht mal ansatzweise was zu sehen. Die stehen hier jetzt schon 5 Minuten gleich. Ohne dass sich überhaupt was tut hier. Wahnsinn. Können wir mal auf die Signale schauen, ob da schon irgendwas grün ist. Ist hier normalerweise rot. Da macht sich ja gar nichts auf dem Weg. Da hinten ist das Signal grün. Seht ihr es da hinten? Über den Bahnübergang, über der Brücke da hinten, da ist grün. Das heißt, Fahrt freigegeben, aber freie Fahrt, aber für wen ist... Macht sich einfach nichts auf dem Weg im Moment. Ihr seht's. Und die stehen da und stehen da und stehen da. Wir haben mittlerweile 53, gleich 54. Also Wahnsinn, dass das so lange dauert, hätte ich echt nicht gedacht. Also schreibt's gerne in die Kommentare, wenn das wirklich so lange, ob das wirklich so lange dauert. Ich kann es mir bald nicht vorstellen. Ich meine, man hat ja auch Termine und so, ne? Und wenn man da 5 bis 10 Minuten am Bahnsteig steht, am Bahnübergang steht, bis da mal ein Zug durchkommt. Weiß ich nicht, ob das wirklich so sein muss. Ich weiß, TSW ist es nicht hundertprozentig real, deswegen frage ich euch, ist das wirklich so? Wahnsinn, es tut sich nichts. Ist das jetzt ein Bug oder woran liegt das?
Wahrscheinlich gibt es Probleme im Bahnhof, dass die Abfahrt verzögert. Könnte ich mir vorstellen. Also das ist ja schon wirklich sehr ungewöhnlich, ne? Wird ja mal so ein bisschen entgegenlaufen. Ein bisschen weg von den Schienen. Vielleicht liegt es auch daran. Aber kann ich mir nicht vorstellen. Da kommt endlich was. Seht ihr es? Mein Gott, und da kommt auch was. Von beiden Seiten 110. Wunderschön. So, normalerweise müssten die ja jetzt unten bleiben. Weil da kommt nämlich eine 612. Wunderschön. Das mal aus dieser Perspektive zu sehen, auch mal sehr nice. Wir müssen ja jetzt wieder hochgehen. Ich glaube, die Züge sind durch. Tut sich jetzt erstmal nichts mehr. Oder kommt doch noch was? Die bleiben so ungewöhnlich lange unten. Also jetzt reicht es doch wirklich, oder? Also wir haben... Boah, 56. Alter Schwede, die stehen hier schon verdammt lange. Die stehen hier gleich wirklich 10 Minuten. Kann doch nicht sein, dass da noch was kommt. Das ist auf jeden Fall noch grünes Signal. Wie seht's da hinten? Wahnsinn, also echt Wahnsinn. Also da würde ich als boah. Ich würde, weiß ich nicht, wenn ich einen Termin hätte, ich würde echt jetzt langsam aber sicher dann auch fluchen, weil 10 Minuten an einem Bahnübergang stehen, das ist schon echt krass, oder? Also wirklich, Leute, das ist krass, weiß ich nicht. Die stehen da immer noch. Sind zwei Züge durch und es kommt, sie stehen immer noch, es kommt im Moment nichts. Also in der Zeit würde ich doch die Schranken hoch machen und zumindest den ersten Schwung mal durchlassen, bis der nächste Zug kommt. Ist auf jeden Fall meine Meinung, aber ich weiß auch nicht, wie sowas geregelt ist im wirklichen Leben. Von daher, ich kann euch da leider nicht so weiterhelfen. Wenn ihr da andere, wenn ihr da besser informiert seid, schreibt es gerne in die Kommentare, wie sowas geregelt ist. Der IC steht immer noch am Bahnhof. Zeit macht sich auch nichts auf dem Weg Richtung Bahnübergang. Was das irgendwie berechtigen würde, die Autofahrer dann noch weiter stehen zu lassen, warten zu lassen, also weiß ich nicht. Also hier steht eigentlich nur noch der IC. Da steht noch der RE, der gerade eingefahren ist. Und so wie ich den, ja, der IC hat sowieso weiter in die Richtung zu fahren, der hat hier gar nichts. Kann ja nicht an dem RE liegen. Wahnsinn. Gehen wir noch mal hin. Schau mal, ob die da immer noch stehen. Ach, deswegen. Schaut euch das an. Das gibt's ja gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's nicht. Schaut euch diesen Zug an. PBZ, PBZ, Wahnsinn.
Bahn, denn deswegen war das wahrscheinlich. Der ist das gewesen, der Grund. Natürlich nice, wenn der jetzt stehen bleiben würde. Das tut er. Dann können wir ja gleich mal in den Führerstand klettern. Mal schauen, wann der Weiterfahrt hat. Ich glaube, der hier endet. Ja, Türen gehen auf jeden Fall offen. Natürlich kein Fazit. Im Moment rotes Signal. Das ist ein reiner, das ist ein wirklicher PWZ. Steigen wir hier mal ein. Dann warten wir einfach mal. Da wurde gerade irgendwo ein Stromabnehmer gehoben. Wir fahren weiter. Wir fahren weiter. Und setzen uns hier mal in die erste Klasse. Da. Haben wir freie Auswahl. Und warten mal, was passiert. Wie weit wir überhaupt fahren können. Sehr, sehr nice. Schaut euch das hier mal an. Auch geil, oder? Guck mal, was passiert. Wir fahren ja natürlich jetzt durch den Oldenburger Hauptbahnhof. Durch Oldenburg selber. Und dann ist das Ende des dargestellten Bereichs erreicht. Ja. Das war mir klar. Könnte jetzt natürlich noch hier weiterfahren, aber das wird nicht viel bringen, weil wir gleich aus dem Zug fliegen. Und dann uns nicht mehr bewegen können. Aber daran kann man leider nichts ändern. Können wir nur, solange es geht, ein bisschen durch den Zug spazieren. Und dann sind wir raus aus dem Zug. Können aber noch laufen. Das ist das Geniale daran. Normalerweise ist man dann so weit, dass man sich nicht mehr bewegen kann. Hängt dann hier so halb auf den Schienen und ist bewegungsunfähig. Wir hingegen können uns doch bewegen. Das ist das Geile jetzt. Wahrscheinlich, weil ich nicht gesessen habe, sondern gerade den Zug oder den Waggon gewechselt habe. Vielleicht war das der Grund dafür, ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Ja, wo sind wir denn hier überhaupt? Könnt ihr mir das sagen? Ich weiß es leider nicht. Irgendwo, weit abgeschlagen vom Oldenburger Hauptbahnhof, können wir hier mal so ein bisschen... Nee, leider nicht, können wir hier nicht den Hang hinunter. Das ist uns leider nicht vergönnt. Schauen wir mal, wie weit wir hier können. Auch hier ist Schluss, das heißt, wir können hier nur an den Schienen entlang laufen. Und uns auf den Weg zum Hauptbahnhof zurück machen, aber was anderes können wir ja gar nicht machen. Ich weiß auch wirklich, ehrlich gesagt, nicht, wo wir hier sind, muss ich euch sagen. Vielleicht wisst ihr das. So, ab hier ist Schluss. Weiter kann ich nicht. Vielleicht müssen wir auch in diese Richtung. Ich kann es euch echt nicht sagen, Leute. Keine Ahnung. Ist mal wieder so ein Let's Play, ne? Ihr wisst es, weit ab von der Norm, aber ich finde sowas immer echt genial. Man muss ja nicht immer nur von A nach B fahren als Lokführer oder als Passagier, sondern man kann ja auch mal sowas hier machen. Ein bisschen Erkundungstour. Abseits des Hauptbahnhofs finde ich mal gar nicht so schlecht. So, schauen jetzt mal, wie weit wir in die Richtung laufen können. Wahrscheinlich ist ja auch gleich Schluss. So, ich kann hier auf jeden Fall lang laufen. Das geht und ich mache das einfach mal, soweit es geht.
Können wir mal so ein bisschen die Häuser erkunden. Es muss ja nicht immer nur mit Zügen zu tun haben. Und schau mal, wo wir uns hier hinlaufen. Es ist mittlerweile 11:05 Uhr. Wir haben noch den ganzen Tag Zeit. Nein, ja, weiß ich nicht, wo ich überhaupt bin jetzt. Sind die Schienen jetzt auf einmal weg? Ich könnte mal kurz auf die Karte schauen, wo wir uns hier befinden überhaupt. Wir befinden uns. Ich könnte zu den Nebengleisen laufen. Tja, weiß ich nicht, ob das jetzt noch viel bringt, hier lang zu laufen. Eventuell ein bisschen spotten. Virtuell spotten. Gab es ja auch noch nicht. Können wir wieder so ein bisschen lang der Schienen laufen. Wahnsinn. Das ist doch auch mal wirklich, weiß ich nicht. Das ist ganz was anderes. Naja, bevor wir uns hier noch lang in der Gegend rumlaufen, würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Bleibt gesund, bleibt mir treu, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal in einem neuen verrückten Let's Play von mir. Macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss. Euer der Danny spielt das. Das, was ich euch zeigen wollte, habe ich euch gezeigt. Alles andere ist jetzt hier so ein bisschen Spielerei, was der Train Sim World 3 hier noch so hergibt. Man kann hier so ein bisschen in der Gegend rumlaufen, auf den Schienen stehen und warten, bis man überfahren wird, weiß ich nicht. Wie gesagt, macht's gut, habt ein schönes Wochenende, freut euch auf Weihnachten. Nächste Woche Samstag wird es wahrscheinlich, weiß ich noch nicht, kein Video geben. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, je nachdem, wie viel es zu tun gibt, privat. Natürlich, weil da ist ja auch Heiligabend, ihr wisst das. Am Sonntag weiß ich dann auch noch nicht, weil ich da Geburtstag habe. Bis dahin sage ich ciao, servus und tschüss. Vielleicht gibt es noch ein Video hinterher. Ich bin mal gespannt. Macht's gut, haut rein. Ciao, servus und tschüss. Euer der Danny Spitas. Haut rein. Bye. Bye.